Hallo und herzlich willkommen zu Nines Dawn 3. Das ist ein Rollenspiel, ein Indie-Rollenspiel, um genau zu sein, das es für um die 13 Euro auf Steam gibt. Das ist der dritte Teil der Serie. Ich glaube, es gibt auch noch eine Classic-Version, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe die Vorgänger bisher nicht gespielt. Ich habe für diesen Teil jetzt ein Key bekommen. Das kostet auf Steam, ja, halt um die 13 Euro. Ich glaube, 13,49 oder sowas. Ich habe bisher mal 30 Minuten reingeschaut. Wir gucken uns das Ganze mal an. In dem Video werde ich mich jetzt aber hier so ein bisschen auf die Kernspielmechaniken konzentrieren. Zum Beispiel, im Spiel gibt es auch noch ein Kartenspiel mit 180 Karten. Das werde ich außen vor lassen. Genauso wie man kann irgendwie, es gibt 270 Monster und man kann die auch noch rekrutieren, dass die dann mit einkämpfen irgendwie so. Darauf werde ich auch nicht eingehen, sondern wir gucken uns einfach mal an, wie die Kernspielmechaniken funktionieren. Vor allen Dingen, wie das Leveln funktioniert, wie man kämpft. Und ja, ich versuche das ein bisschen auf die Kernelemente zu komprimieren in dem Video. Und auf der Steam-Seite steht auch, wie gesagt, es gibt ein Kartenspiel mit 180 Karten, es gibt 270 Monster und es gibt 1400 einzigartige Gegenstände. Das klingt natürlich erstmal bombastisch, aber es kommt halt auch immer darauf an, wie das verpackt ist. Ich kann da halt noch nicht viel zu sagen, weil ich habe es halt erst eine halbe Stunde gespielt. Deswegen bin ich halt bei sowas immer ein bisschen skeptisch, wenn mit großen Zahlen um sich geworfen wird. Wir starten jetzt einfach mal rein, beziehungsweise es gab letztens ein Update und zwar gibt es neue Spielmodi. Das fand ich auch richtig, richtig cool. Erstellen wir mal kurz ein neues Spiel, gucken wir mal rein, was gibt es denn hier. Es gibt unter anderem Hard Mode, Permadeath kann man spielen, es gibt einen Speedrun Mode und es gibt einen Roguelike Mode. Also das Spiel ist so wahrscheinlich schon sehr umfangreich, aber gerade durch, dass man das alles so noch so ein bisschen beeinflussen kann, finde ich eine richtig, richtig coole Idee, hier noch ein paar Spielmodi dazu zu packen. Und ja, hier sieht man das nochmal ganz kurz. Man kann so ganz ungefähr einstellen, wie der Charakter dann aussehen soll. So ein bisschen die Farbe ändern und die Stimmhöhe, um es mal so zu formulieren. Da werden wir jetzt aber uns nicht angucken. Es ändert im Prinzip bei den meisten Sachen nur die Farbe. Gut, ich nehme jetzt mal hier meinen Charakter, der ist Level 4. Und dann schauen wir uns gleich vor allen Dingen auch mal das Level-System an, weil das fand ich schon richtig, richtig cool gemacht. Aber erstmal kämpfen wir eine Runde hier. Ich bin nämlich in einem Dungeon. Und die Sache ist die, ich habe jetzt hier ein Zweihandschwert. Das können wir uns gleich auch nochmal angucken. Oben sehen wir dann die Minimap. Und die Zeit läuft da. Mit M kann man hier nochmal die Karte aufrufen. Aber dann sieht man, das finde ich ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen fragwürdig. Ich finde es blöd, wenn man schon gleich die ganze Karte vom Dungeon sieht und weiß, wo die Elemente sind und wo man hier wieder raus kann und so. Gut. Das ist jetzt aber hier auch nur der Dungeon. Wenn ich jetzt hier rausgehen würde, dann wären wir hier noch nicht ganz in der Oberwelt. Obwohl, doch. Genau, dann haben wir hier die ganze Oberwelt. Und dann sind hier auch überall Dungeons verteilt. Ich glaube, ich bleibe erstmal kurz hier. Man kann zum Beispiel dann halt auch, ja gut, zu den Händlern und so. Man kann halt Sachen kaufen und verkaufen da in der Stadt. Das ist jetzt auch nicht so interessant hier erstmal im Settlement. Ansonsten würde ich doch mal sagen, wir gucken ganz kurz mal. Man hat natürlich ein Inventar. Hier sieht man dann das Gold. Attribute. Wenn man Monster bekämpft, bekommt man XP. Wenn man genug XP hat, steigt man Level auf. Und dann kann man 5 Punkte in einen von diesen Statuswerten investieren. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente wäre dann, da kommen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal zu, was die Ausrüstung angeht. Nee, da kommen wir gleich zu. Also, was so die Waffen angeht. Man braucht dafür bestimmte, nee, das war unter Skills, genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie in Skyrim. Wenn man eine Waffe benutzt, steigt halt der Waffenlevel. Und je höher der Level steigt, desto bessere Waffen kann man in diesem Fall jetzt hier benutzen. Ich habe hier zum Beispiel schon so eine riesige Eisenaxt. Dafür bräuchte ich Level 5 im Great Axe Skill. Habe ich nicht, also kann ich die Waffe noch nicht benutzen. Das wäre dann das zweite Element, was das Leveln angeht. Und es gibt hier dann wirklich schon ein paar unterschiedliche Sachen. Das wäre das. Gut. Und dann gibt es als dritte Komponente die Fähigkeiten. Dafür braucht man Ability Coins, die man findet. Und dann kann man sich hier für die Coins Skills kaufen. Ich habe mir zum Beispiel für die eine Coin, die ich bisher gefunden habe, einmal den Warrior Skill gekauft. Der erhöht die physische Angriffskraft. Leider steht da nicht bei,
Um wie viel? Aber gut, hier gibt es dann halt auch ein paar Sachen. Also ist jetzt gar nicht mal so wenig, was es hier gibt. Destruction Spells gibt's und Creature Spells und. Passive, genau, physisch, Rogue, Generic Spells. Das wären die drei Teile. Und ich finde diese Mischung richtig, richtig cool gemacht, dass man, gut, diese Sachen mit dem, man haut Monster, kriegt XP, steigt dann vom Level auf und dieses, man benutzt eine Waffe und steigt dann vom Level aus. Das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Aber man kann halt nicht stumpf irgendwo Monster farmen, sondern muss auch halt immer dann diese Münzen suchen, damit man auch neue Fähigkeiten bekommt. Das wäre das. Dann kommen wir jetzt mal kurz hier zum Equipment. Also man hat hier unglaublich viele Slots, meiner Meinung nach. Das ist echt schon ein bisschen viel. Hier drei Ringe, da drei Ringe und vor allen Dingen, was die Ringe angeht, das ist echt ein bisschen übertrieben schon fast, würde ich fast sagen. Gut. Ansonsten gibt es halt diese üblichen Stats, da werde ich jetzt auch nicht groß weiter drauf eingehen. Man hat halt hier jetzt mit dieser Starkkleidung auch erstmal so physische Verteidigung von 5. Und da steht auch immer der Preis dran. Dann hat man hier eine Waffe, physischer Angriff von 74. Ist eine sehr langsame Waffe, das schwere Schwert. Und das hier werden später vermutlich Resistenzen sein, würde ich mal drauf tippen. Gut, Belohnung brauchen wir uns nicht angucken, da gibt es nichts weiter. Aber gerade dieses System aus diesen unterschiedlichen Sets finde ich dann richtig cool. Hier oben hat man Lebensbalken, ich glaube das ist ein Mana-Balken. Und das hier ist der Ausdauerbalken, man kann da mit der Leertaste halt so eine Rolle machen. Und das ist auch, der Charakter ist im Prinzip 2D und wenn wir uns umdrehen, dann sieht man das einmal. Das hat so ein bisschen was von Paper Mario. Gut, gehen wir jetzt mal hier in den Dungeon rein. Und hauen doch mal so ein paar Monster um. Und das ist teilweise gar nicht mal so einfach, je nachdem, wie fix die Monster dann sind. Und natürlich, was man für eine Waffe hat. Wenn man eine total langsame Waffe hat, wie ich jetzt hier, dann ist das teilweise ein bisschen doof. Wenn man trifft, macht man halt eine Menge Schaden. Aber man muss erstmal treffen. Gut, weil wie gesagt, man muss halt immer genau da hinhauen, wo dann der Gegner ist in diesem kleinen Feld hier. Die ganzen Kisten, die hier so rumstehen, die kann man dann zerstören und die droppen dann halt immer so ein paar Sachen. Die lasse ich jetzt aber erstmal noch so ein bisschen links liegen. Ansonsten haben wir hier meine Kiste. Was gibt's denn hier Tolles? Easy Seasoning S. Wir können auch kochen. Erhöht unsere Erfolgsrate um 20%. Nehmen wir doch mal den ganzen Krempel mit. Heiltränke sind auch nie verkehrt. Können wir denn hier noch reingucken? Können wir auch nicht kaputt machen. Also manche Sachen kann man zerstören, aber gut, das sind dann meist halt wieder diese Fässer. Das lassen wir dann erstmal so. Und da kommt schon wieder ein Gegner. Wenn ich jetzt... Wir müssen erstmal, glaube ich, da haben wir einen Schalter, da kommen wir so noch nicht dran. Und wie gesagt, die Sache, dass man den Dungeon halt gleich schon sofort sieht, was sich wo befindet. Das finde ich ja ein bisschen schade. Ich hätte da gern irgendwie noch zumindest eine Option, dass man das dann ausblenden kann. Wir haben Wasser gefunden. Jetzt natürlich die blöde Frage, was macht man denn mit Wasser? Was macht man denn in dem Spiel mit Wasser? Ach, okay, stimmt, genau. 10% Effektivität, damit können wir Mana wiederherstellen. Mit Apfel können wir uns halt heilen. Und da haben wir dann auch immer die Effektivität dann darunter stehen. Die kann man dann wahrscheinlich auch noch später irgendwie erhöhen. Ansonsten laufen wir doch erstmal hier weiter. Und hauen noch so ein paar Gegner um. Und ja, ich war hier halt die ganze Zeit bisher nur mit dem Schwert unterwegs. Wenn wir hier jetzt nochmal gucken, was die Skills angeht. Es gibt hier wirklich schon ein paar Waffen. Es gibt Longswords, Greatswords, Axes, Great Axes, Polearms, Bluntwaffen, Great Bluntwaffen, Dagger, Marksmanship, Bows und Crossbows. Und dann haben wir ja eben auch noch bei den Fähigkeiten gesehen, gibt es auch noch Zauber. Also ja, auf jeden Fall der übliche Kram. Gut, wo wollen wir denn jetzt hin? Wollen wir nach oben oder wollen wir nach unten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Kann ich das kaputt machen? Nein, das kann ich nicht kaputt machen. Wir können hier noch gar nicht rein. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall erstmal
oben lang. Ist natürlich super praktisch, wenn die Gegner dann auch ein bisschen zusammen sind. Dann trifft man die gleich alle auch auf einmal mit ein bisschen Glück. Gut, das können wir wieder hier alles kaputt machen. Das gibt noch ein bisschen Gold. Und ich bin jetzt auch, was die Stats angeht, erstmal voll auf Stärke gegangen hier mit dem Zweihandschwert. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Gucken wir uns das nochmal hier so ein bisschen an. Wow, das... Du hast da schon direkt was gecastet. Das hat aber schon ganz schön wehgetan. Mein Gott. Bisher hat ich hier noch keinen Gegner, der mir überhaupt irgendwas abgezogen hat. So, wir müssen hier erstmal... Ja gut. Da muss man erstmal ein paar Äpfel essen. So, ihr könnt mir hier erstmal nichts. Das ist doch ganz nett. Da ist ein Krokodil. Okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier den Schalter umlege? Hm, probieren wir das mal. Natürlich. Dann sind hier auch noch alle frei. Gott sei Dank hält man sich wieder hoch, wenn man ein Level-Up hat. Gut. Dann hätten wir das. Dann will ich hier aber erst noch mal die Gegner erledigen. So, das hätten wir. Gibt es hier noch so ein paar Sachen? Ja gut, da ist halt noch so ein paar bisschen Gerümpel. Können wir zerstören. Ansonsten hat aber nicht alles geöffnet. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch einen Schalter? Hier unten ist auf jeden Fall noch eine Tür. Und ja, das ist auch noch nicht... Gut, haben wir... Ich mache jetzt hier erstmal alle Gegner platt. Und dann schauen wir gleich vielleicht da unten mal durch. Gut, das sieht man dann auch auf der Karte. Da unten ist auf jeden Fall kein großer Raum. Ich würde ja fast drauf tippen, dass es hier noch einen Schalter gibt. Oh, wir haben hier eine Ability Coin gefunden. Alles klar, dann können wir jetzt auch mal gucken. Wir hatten ja jetzt sowieso ein Level Up. Ich würde einfach sagen, gut, wir können jetzt nochmal gucken. Stärke erhöht halt physischer Angriff. Und ein bisschen maximale Lebenspunkte erhöht dieser Statuswert. Hier haben wir dann physischer Angriffsschaden mit Dolchen und so weiter, mit Bögen. Ja, Movement Speed erhöht der Stat auch. Und man kriegt dadurch oder kann sich damit tarnen. Okay, Ausdauer. Gut, das ist halt schon selbsterklärend. Erhöht sehr stark die maximalen Lebenspunkte, Intelligenz. Erhöht den Magieschaden und Wisdom, Maximum Mana und den Angriffswert mit magischen Stäben. Ja, ich würde ja sagen, gut, ich packe jetzt hier einfach mal 5 Punkte in Endurance. Warum nicht? Dann hätten wir das schon mal. Dann können wir jetzt hier bei den Abilities nochmal schauen. Und zwar, für Warrior 2 reicht es halt nicht, weil dafür bräuchten wir 2 Marken. Life Force könnten wir freischalten. Dann würden wir unseren maximalen Lebenspunkt erhöhen. Fortitude, physische Verteidigung, Swiftness. Gut, dafür bräuchten wir dann schon 3. Aber das wird nochmal 15 Dexterity geben. Ansonsten Creature Speak. Okay, Creature Skills haben wir hier. Rogue Skills. Kann ich denn hier noch irgendwie was anderes nehmen? Dafür brauche ich, für die ganzen anderen Sachen brauche ich mehr Münzen. Okay, also dann würde ich fast sagen, ich nehme jetzt einfach mal hier die ich erhöhe einfach mal die maximalen Lebenspunkte. Und das, was jetzt nur ein bisschen blöd ist, ich habe ein Großschwert, ich habe halt keine Great Axe, sonst könnte ich irgendwann die Waffe benutzen. Das kann ich halt auch nicht benutzen und ein Schild habe ich auch noch gar nicht. Also kann ich erstmal mit den ganzen Sachen hier nichts anfangen. Da oben können wir nicht lang. Dann müssen wir ja eigentlich...
Wenn ich den Schalter jetzt wieder umlege, kann ich den nochmal umlegen? Nein. Wenn ich den Sarg da zerstöre, das gibt einfach nur... Es gibt sogar gar nichts. Alles klar, gut, dann... Laufen wir erstmal wieder runter. Und schau mal, was wir auf der anderen Seite da noch so machen können. Da sind wir wieder hier. Gut, wir müssen wahrscheinlich... Gut, ja, die andere Option wäre natürlich dann, wenn wir mal auf die Karte gucken, dass wir irgendwie in der Oberwelt rumlaufen und dann hier oben die Einstiege finden. Dann können wir natürlich auf der anderen Seite runtergehen. Das wäre natürlich auch eine Option. Und ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass man hier runter muss und dann findet man einen Schalter, damit man dann hier unten irgendwo langkommt. Weil so können wir da jetzt noch nicht lang. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Was ist das? Einfach nur Potato haben wir gefunden. Okay, und Gold. Da gibt es jetzt auch nichts Spannendes. Da müsste ja irgendwo hier noch so ein Einstieg sein. Hier haben wir noch eine Kiste. Mit einem Schwert. Und ja, ich glaube, da habe ich schon mal kurz geguckt, wo ich gespielt habe. Ansonsten hauen wir alles zu Klump. Ich wollte gerade auch noch mal kurz gucken, wie ist das denn? Ich habe jetzt hier auch kein Tragelimit oder so. Also im Sinne von einer Gewichtsklasse oder generell von Gewicht, sondern halt, es geht hier wirklich an Slots und man hat hier so drei Seiten. Vielleicht kann man das später auch noch irgendwie erweitern. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Gut, das ist jetzt auch nicht interessant. Dann laufen wir doch jetzt einfach mal da hoch. Genau, dann geht es hier oben nämlich raus. Gibt es hier noch irgendwas? Mit dir könnten wir reden. Und ja, Play Feud. Das ist, oder Feud, keine Ahnung. Das ist halt das Kartenspiel. Was hast du denn zu erzählen? Ja, gut, das Tor ist verschlossen. Genau, das musst du mir auch erzählen, weil das sehe ich überhaupt nicht. Ja, und wenn man halt mit den Charakteren so redet, dann wird das halt alles in so Textboxen erzählt. Und die verteilen dann natürlich auch nach und nach mal die eine oder andere Quest. Und wir sollen hier jetzt einen Schalter finden. Ah, wo wir eben weggekommen sind, sollten wir einen Schalter finden. Okay. Kann man denn hier noch... Pausiert das eigentlich, wenn ich... Nein, es pausiert nicht, wenn ich ins Menü gehe. Gut, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. So, hier unten hat man halt die Slots. Kann man Sachen ausrüsten und später dann auch Skills. Es ist halt der übliche Kram. Ansonsten, hier haben wir die Karte. Fishing kann man sich da noch anzeigen lassen. Oder hier Orte, Icons kann man ein- und ausschalten. Also das sieht jetzt gar nicht mal so klein aus von der Karte her. Gut, aber das sollte ja auch erstmal nur ein ganz kurzer Einblick sein vom Spiel. Macht auf jeden Fall einen interessanten Eindruck. Die Frage ist halt, wie interessant dann halt auch die Quests sind von der Queststruktur her. Oder ob das dann einfach nur so, ja, Sammelquests sind. Kann ich halt nicht zu sagen, aber ich wollte es trotzdem mal angemerkt haben. Da sollte man sich auf jeden Fall dann auch mal Gedanken drüber machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.